meiste werden, egal ob es NA ist oder EU. Mein Top-Favorit, mein Wunsch-Favorit ist natürlich Fnatic, aber sonst ist egal, es soll definitiv einfach nur jemand aus den westlichen Reihen sein. Und wenn es aus dem Westen keiner schafft, dann soll es wirklich SKT werden. Weil sonst, dann hat es meiner Meinung nach kein anderer verdient, weil die haben sich wieder so schön hochgespielt, Season 4 gar nichts gehört, so schön Underground gehalten, paar Teamprobleme, ich weiß nicht, ob sie Teamprobleme hatten, noch ein bisschen umgestellt und jetzt mit einem Vollmann-Team so putz, durchgehauen. Erstmal Halli, hallo, Hallöchen. Sabrina, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen, darf ich den Namen im Stream nennen? Weiß ich nicht. Deinen habe ich jetzt gemacht. Ich glaube, du hast es sowieso schon mal gemacht, oder? Wer? Du. Ich? Ja. Seit wann? Ach, irgendwann hast du es mal gemacht. Das würde ich nie tun. Spiel ich weiter mit einem Trash oder nicht? Ich glaube, ich spiele mal weiter mit einem Trash. Versuch's nochmal. Ich spiele weiter mit einem Lager. Naja, gestern waren wir auch gut auf der Bottom Lane, muss man dazu sagen. Ja. Ah, danke, dass ich das darf. Freut mich. So, für wen bist du denn Fire? Fnatic oder SKT? Für wen bist du, Crossy? Ich bin noch gespannt, was alles China auf die Beine stellt. Okay. Weil wenn EDG mitspielt, eventuell, ja, wenn sie es noch schaffen, EDG ist so mein Geheimfavorit. Weil okay, EDG hat Pawn dabei und Pawn ist einfach der Godslayer. Ah, Pawn mag ich nicht, ne? Pawn. Der zerstört einfach Faker. Hallo, Verbibbeln hat auch Faker zerstört und Huni ja, hat auch Verbibbeln zerstört und Marien. Der in EU spielt. Hast du jetzt von Bibbin Scheiße genannt? Alter, also ehrlich, schieb nicht was. Ich finde Fnatic nicht toll, ich mag Fnatic nicht. Wow, warum zocken wir nochmal Duo? Okay, das ist eine gute Meinung. Ja, ja, gut, kann ich vollkommen verstehen. Viele mögen irgendwie Fnatic nicht. Was ich jetzt überhaupt nicht so richtig verstehen kann, aber... Ja. Ist halt so. Ich habe den Graves aus der Bottom Lane. Ich weiß nicht, Graves finde ich jetzt nicht so pralle, muss ich ehrlich sagen. Ich finde da eine Tristana, eine Caitlyn besser. Oder eine Jinx. Ey, guck mal in deinem Stream, da hat sogar dein Bot geschrieben, dass ich Faker bin. Mein Bot, natürlich. Doch dein Bot. Was die Tage nicht dein Bot? Wie bitte? Nochmal? Was die Tage nicht dein Bot? Ah, ja, ja. Das kannst du mit einfach so einen Befehl machen. Das weiß ich ganz genau. Ey, ich muss sagen, ich finde das mega geil, dass ZLG die richtig gestompt hat, muss ich sagen. Finde ich mega gut. Freue mich auch, dass sie es geschafft haben, weil sie sind zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Und deswegen bin ich auch mehr oder weniger gerade für NA, auch weil es Cloud9 richtig gut gemacht hat und sich zurückgekämpft hat, wo man gesagt hat, die haben es eigentlich nicht geschafft. Nicht. Was? Laut nein, wenn ich das schon höre. Weiß nicht, ich hab's wirklich gefeiert, dass ich Cloud9 halt über diese Regional Dinger gekommen ist. Das finde ich wirklich cool. Finde ich wirklich gut. Da muss ich sagen, ich finde Cloud9 ist so ein Team, finde ich, das muss man jetzt nicht unbedingt mögen, aber man kann es auch nicht hassen, finde ich. Meine Meinung jetzt so. Weiß nicht. Sind nur bei Cloud9 Elimination doch gut irgendwie. Wie findest du gut? Elimination, ja gut. Ja, ich finde halt, bei dem Team fand ich jetzt, dass sie irgendwie patch-abhängig sind, weiß ich nicht. Noch früher so
jetzt in der Spring Split waren sie richtig gut, sind sie ja Zweiter geworden. Und jetzt wird es abgefallen, gut, sind trotzdem auf die Worlds gekommen, aber trotzdem sehr abgefallen. Double Lift ist ein guter Form. Ja, was ich bei CLG so ein bisschen finde, finde ich so. Ja, es ist so leicht arrogant hin oder so. Double Lift ist so ein bisschen arrogant, finde ich. Wenn er auch eine coole Sau ist, aber irgendwie so. Finde seine Art irgendwie nicht so sympathisch. Finde ich jetzt so. Selbst bei, muss man dazu sagen, bei Fnatic genauso nicht, weil. Ich finde, Hunia hat auch eine sehr komische Persönlichkeit. Das geile Dreadlock. So, aber ich finde halt die Botlane mega krass einfach nur von Fnatic. Was ich halt wieder nicht von allen verstehe, wie ich es in allen Foren immer lese. Ja, stellt euer Wunschteam zusammen. Welches Wunschteam würdet ihr in NA, in EU haben oder generell? Steht immer in der Mitte Frocken da. Da frage ich mich ehrlich, warum steht Frocken da? Warum steht der Lappen da? Muss jetzt, sage ich vollkommen raus, warum steht der Lappen da? Weiß nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Er hat keine gute Leistung gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht gut im Streaming ist oder so. Ich will die scheiß Dinger. Wie die nächste Seele auch haben. Komm, gib sie mir. Crossy. Wie jetzt? Crossy, du kannst mir das doch nicht antun und keine Seele dann droppen. Passiert halt. Ja, okay, stimmt. Geht dann? Naja, ne. Aber trotzdem bin ich kein Fan, doch. Ist nicht. Mag dieses arrogante Getue da alles nicht. Finde es cool, dass sie sich dann die ganze Zeit bekriegen und so ein Scheiß. Wer? Hier die beiden Mannschaften, hier TSM und CDG, das ist ja schon ein Hass seit Jahren und so ein Kack. Das ist ja. Das darf man auch nicht so ernst nehmen. Also, das, was die sagen. Nee, das ist mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht Show ist, aber. Ah, ich glaube, da gehört schon eine gute Portion Show dazu. Natürlich, Junge, das ist einfach Trash-Talk. Was ist genau was Double Lift immer macht. Der Trash-Talk auch die ganze Zeit. Und sagt, ja, noch alle fertig sind, bla 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 bla. Das ist einfach nur, man braucht auch ein Image, verstehst du? Naja, verstehe ja schon. Ich finde es aber cool, dass er bei NA sich, bei EU sich keiner so bekriegt. Auch jetzt Origin Fnatic. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, dass das so übelster Kriegskampf jetzt wirklich eine Bekriegung ist, irgendwie bei den beiden. Hätte ich mir jetzt vorgestellt, aber dass sie sich so noch alle so schön nett verstehen. Hey, Bro, was geht ab? Das sollten die sich nicht verstehen. Ich meine, das geht aus dem Bösen auseinander. Nee, ja, das, ja, aber man sagt ja vielleicht trotzdem, vielleicht durch die Fans oder so, vielleicht, manche Teams lassen sich ja wirklich durch die Fans leiten, das ist ja richtig dumm, wenn sie das machen würden, aber lassen sich dadurch leiten, sagen, boah, ja, komm, wir machen jetzt richtig einen Beef draus, damit wir mehr aufmerksam machen, damit wir ein Fanvote mehr bekommen oder so, wisst ihr? Gibt ja manche Leute. Kinder gehen. Jetzt mich jetzt oder? Nee, eigentlich nicht. Ich bin nur ein gehässiger Mensch. Riesenflash. Ah, Lux kommt auch noch zu dir. Und Victor. Ah, ich klinge fürs Blatt. Nee, doch nicht. Alter, dafür hast du noch, glaub, zu viel Life. Irgendwie das Gefühl, dass gleich die Leona gleich wieder drauf jumpt. Oh, den hätte ich ja genommen. Ah, oh, den hätte ich doch auch genommen. Warum tust du mir das an? Ich glaube, ich sterbe gerade. Okay. Warum glaubst du es nur und warum machst du es nicht? Boah! Wow, ich sehe dein Live gerade. What the fuck, was war gerade? Da war eine Elite. Achso, ich dachte eher von der Lux von. Der Ehe von Lux, dachte ich. Die Elise hat mich das gerade noch gesehen im Push. Okay. Lebst du schon? In Gefahr!
Der Leis hat übrigens keinen Stealth mehr. Naja, das hat ja der Knarr geschrieben. Ja, die ist einfach oben auf der Top-Lane, einfach aus dem Busch geflasht. Okay. Ja, ich sehe, Bottom ist halt jetzt gerade mehr oder weniger Farm-Action. Weil ich hätte mir den noch genommen. Weil der Brennington ist echt ein scheiß Lane-Bully. Ja. Hat man ja, glaube ich, letztes Spiel gesehen oder so. 8-0. Bis er einmal sinnlos gestorben ist im Tower. Ah, hier traut sich keiner mehr vor und keiner zurück mehr. Ich kann jetzt auch hier kein einfach so hooken. Weil dann würde die Leona irgendwie drauf springen. Good job, Leute. Das will ich einfach nicht. So, wieder diese normale Motivation raushauen, damit jeder wunschlos glücklich ist und sagt, er denkt, hey, ich bin wichtig in diesem Spiel, ich darf nicht mad werden. Wenn ich mad bin, dann bin ich auch Fleisch. Ah ja. Du, könnten die vielleicht eventuell Drake machen? Oh. Ach, Renek hat keinen Flash, das hätte ich nicht gedacht. Wow, da bin ich fast in den Regensturm reingelaufen. Oder lieben Leona. Ah, gehen wir da aggressiver ran. Kunden. Hochinteressant. Leises Toplane. Okay. Ich gehe mit meiner Laterne mit mir. Und ich fehlhucke einfach nur. Alter, das war richtig auf Fehlhucke. Ich glaube, der Graves denkt sich auch, was ist denn das für ein Kunde, ey? Was macht er denn? Good job, dass du die noch gekillt hast. Ja. Was ich an dem Victor nicht verstanden habe, wieso er nicht einfach direkt zu mir gelaufen ist. So. Ah, haben wir schön, dass man die Lane gefreest. Leona kommt doch gleich hier raus, oder? Doch nicht. Boah, ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass sie noch hier sind. Bin gleich, ich mach Rapper, wahrscheinlich. Ja, die sind SS, wie gesagt. Und dann, ich warte auf meinen Ulti, hat noch 20 Sekunden Abklingzeit, dann komme ich mal runter. Müssen jetzt aber auch Level 6 sein, glaube ich. Und Graves hat nur noch Half-Life und können wir gleich vorstellen, dass er eigentlich gleich weg will. Oder dass sie gleich engagen, ja, die engagen. Mein? Oh ja. Good job. Sehr schön. Drake? Dann muss der Victor noch kommen, also du machst genug Damage, weil der Graves der tot ist. Geht schon. Kann noch ein bisschen tanken und so ein Scheiß. Ja, wenn Lux den klaut, dann ist es geschickt. Hast du das zweite Mal? Nö. Alter Schwede, ich dachte jetzt, ja, du hast zweite Mal, aber kein Problem. Boah, was 2000 Gold, ey. Sehr schön.
Läuft ja. Na, das war gerade ein schöner. Wie nennt man das? Re-engage, Re-Gank oder wie auch immer das nennen will. Counter-Gank. Ja, man kann ja auch die normalen Wörter nehmen. Muss keine neuen erfinden. Okay. Die hat hier ein Pinkwort reingetan im Typarsch und macht ein Pinkwort weg. Oh ja, ich komme eh erstmal nicht runter. Schenk dir erstmal ein Pinkwort hier in diesen netten Busch hier. Wie immer hier. Alles klar, dann mache ich jetzt auch ihren Wort hier weg. Hiho. Toplane, Midlane ist Leona, ihr könnt Botlane engagen, wenn ihr könnt. Okay. Ja, ja, Ulti raus. Ja, ja, der Krax hat ihn fast getötet. Halt. Hüte, hier eine Herausforderung für dich. Schaffst du es in einer Runde zu 0 zu spielen, bekommst du von mir ein Gift. Mhm. Ich will auch ein Gift. Muss ich das noch gewinnen? Das Spiel? Oder ist es auch egal, wenn ich sterbe dabei? Das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage. Bin los, egal. Hauptsache zu 0. Alles klar. Challenge accepted. Also heißt das, ich bin einfach der Safeguard für dich. Und vielleicht ist es jetzt immer, damit du den Gift bekommst. Ja. Komm und sagen, ja. Wenn du nennen willst, ja. Oh. Get on my way. Oh, ich will auch ein Skin. Ich geh noch zu 0. Das ist doch egal, ob du zu 0 stehst oder nicht. Ja, aber wenn ich auch zu 0 gewinne. Ja, weiß nicht. Geh einfach auf K. Ja, nee, das ist ja doof. Das wäre ja keine Herausforderung. Aber gut, mit Trash ist das schon eine kleine Herausforderung. Wenn es mit Jana wäre, dann ist keine Herausforderung für mich irgendwie. Jetzt muss ich ehrlich sagen, tut mir leid, wenn es auch ein bisschen abgehoben klingt, aber mit Jana bin ich der Überlebenskünstler over 9000. Ja, Jana kann auch easy kiten, also das ist ja gar kein Problem. Aber ich spiele so wie immer, egal. Also es ist, wenn ich jetzt überlege, okay, den Teamfight könnte ich jetzt entscheiden, reingeben und zu peelen, dafür müsste ich tanken und sterben, wäre mir das, glaube ich, egal. Ich glaube, da würde ich es trotzdem reingehen und ich mir nicht den Skin dafür hoffen, weil ich glaube, das mehr für das Team will. Eis aufs Team, hol den Skin. Nee. So sind wir ja aber gleich nicht. Was? Ich hab gesagt, so sind wir mal gleich nicht, aber ich weiß jetzt nicht, was der Typ hier macht, der ist tot. Ne, doch nicht, wow. Ich dachte jetzt eigentlich, dass er jetzt tot ist, weil eigentlich ist man nach so einer Kombo immer tot. Ich komme, wir kommen. Naja, haben wir wenigstens einen bekommen. Die Wampe. Den zweiten hätte ich auch bekommen. Wenn er nicht weggeflasht wäre. Jo, gib mir einfach keine Seelen, die Kunden. So, na Elise. Ha. Oh, das war gerade nichts. Da ist der Re-Engage. Oh. Ja, der macht es mal. Das ist mal ein richtiger Midlaner, ja? Sieht, dass wir hier Pressure machen und dann macht er auch Pressure. Ja, so muss das laufen. Jo, Leute. Bin ja im Start, kein Problem.
kein Mana oder so ein Schuss. Hier, komm, das haben wir uns einen Schuss. Was will er, wenn er mal ein Big Play macht, dann kannst du auch mal ein Auge zudrücken. Zu? Ja, nee, meine schon. Wie würden wir dich sagen? Ich hab jetzt Solari gebaut. Außer, ich sag mal so, außer du hast zu viel RP und willst unbedingt mir was geben. Ja, dazu sag ich nicht nein. Man muss ja ehrlich sein. Dazu sagt man ja nie nein. Ich habe aber schon Solari gebaut. Warum baust du auch du Solari? Das geht's ja nicht. Ich kann mir noch Dings bauen. Noch Banner. Kannst du doch kaufen, Mann. Das geht doch nicht. Hauptsache wir gewinnen. Kann mir noch Banner kaufen oder nicht? Das ist mir egal, relativ. Irgendwie Angst da, aber ich glaube, ich sterbe. Ach, er wollte Red haben, habe ich nicht gesehen. Hatte jetzt gerade ehrlich das Gefühl, dass ich sterbe. Ja, der Renekton war auf einmal SS. Ja. Sehr interessant. Ja, Das ist einfach. Das ist halt Trash. Das ist halt eigentlich mega gut immer. Ja, bitch, please. Da la 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 la. It's a motherfucking da 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 da. Ah, Victor pusht einfach. Mega gut. Ja, wo geht ihr jetzt hin? Drake, oder wollt ihr euch den... Ja, wir starten. Ja. Okay. Okay. Sehr schön. Ja, das ist ja irgendwie easy, oder gerade? Weiß nicht. Da ist wie Crossy, der gibt mir keine Seelen. Und wenn ich Seelen haben will, dann verkacke ich's. Ich wollte gerade sagen, brauchst du Hilfe oder so, aber hat die Damage an dich? Hat die Damage an dich gemacht überhaupt? Ja, voll. Ich bin einfach, guck dich mal an, guck mich an. Wer hat mehr sexy viel? Das bin eindeutig ich. Ich bin auch ein fucking Geist. Ja, und ich bin sexy. Ja, sexy fetter Typ. Sexy fetter Typ, richtig. Guck mal, was ich für einen langen Bart hab, ja. Kannst du nichts gegen machen. Guck mal, ich hab hier einen Pokal. Hast du einen Pokal, Junge? Alter. Komm mal von deinem hohen Ross runter, ja. Ich hab ein dickes Fass, Alter. Und einen dicken Bauch, was hast du? Ich hab eine Laterne, wo ich dich retten kann, ja. Also, alles. Ich kann ja gar nichts. Voll useless. Brauchen wir eh nie. Nee, du nicht, ja. Okay. Ich hab nie deine Laterne gebraucht. Merke ich mir das nächste Mal. Jo. Da. Diese Flashes gehen mir ja richtig auf die Eier. Ja, ich will jetzt nicht Flash und. Nee, schade. Die Flashes! Ah! Schade, Marmelade! Nein, wollte ich mich gerade flashen und Kuh machen. Aber haben wir doch ein bisschen zu risky. Really? So. Ich hab noch Flash. Wampel, ne? Oh. Hör mal, gar nicht gesehen. Das ist ein komisches Dings-Item. Brauchst du Hilfe? Oh, ich brauch Hilfe, oder?
Dick Play! Boah, ich hätte nicht nur gedacht, dass der Victor stirbt, aber das Exhaust hat wieder gerettet. 20-6, ey, Leute, ey. Kann ich das glauben? Dann nur 15 Punkte oder so ein Scheiße. Eigentlich schon lehrbarlich, ey. Der Knar war noch nie dabei. Irgendwie, wir waren noch nie zu fünft. Wir waren immer zu viert. Wenn das kann mir mal irgendjemand die Frage beantworten, wie das funktionieren soll, dass wenn man seinen Kopf gegen ein Gebäude haut, dass es irgendwann kaputt geht, ich versteh's nicht. Okay. Ich glaub. Will nicht sterben, weil ich dann es nicht bekomme. Ja, nimm einfach die Laterne, mein Freund. Es ist alles wieder gut. Es ist wie so ein Freundschaftsbändchen. Siehst du? Ich hab dir den Freundschaftsband gegeben. Hat mir das auch angeschrieben, ja. Oh, stirbt der Graves? Was wettest du? Warte, ich guck gerade. Nee, ich hatte ihr Repel verkackt. Oder? Ja. Boah. Ja, da guck ich zu, glaub ich, noch nicht los. Der kleine Drecksack. Sehr schön. Nee, warte mal. Was ist das denn noch? Hier unten in der Mitte. What? Mann, jetzt rennt die weg. Ah, die hat Angst vor dir. Die mag deinen Bart nicht. Weil du siehst mit dem Trank mal mega komisch aus, muss ich ehrlich sagen. Warum? Weiß ich nicht, das sieht so. Eine Präsenz. Als wärst du ein Heiliger, ja, ja. Als wärst du irgendwie so ein heiliger Gott bei dir. Ja, Leute, ich bin da. Es geht ab. Kragos, trink mal ein Fass. Ich mag deine Spinnen überhaupt nicht. Ja, auch dann. Ah, ich finde den Skin auch mega einfach gut. Diesen Galactic Skin. Mit einer der besten. Will die Seelen haben. Soll. Wie krieg. Hier. GGWP! Dead 5. Win streak is over. Ja, meine geht weiter, Bitch. Ja, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ja. Sehr schön. Mal schauen, wie viele Punkte ich bekommen habe. Aber ansonsten. Ich bin bei 15. Ja, Mann.